Hallo, hier ist der Christoph wieder vom Kanal Schnorres 58. Und ihr seht hier, Moment, die Kaffeetasse. Mache ich mal weg. Ihr seht hier einen Schraubendreher, einen Schreiber und mein Anso-Design. Und das hat einen bestimmten Grund. Ich räume das jetzt mal weg. Heute möchte ich mal über den Backlook oder Midlook reden. Ich habe hier ein paar Zeichnungen angefertigt über zwei Arten des Backlooks und die möchte ich mal kurz erklären. Wir haben hier die Rastklinge. Da gibt es zwei Sorten. Einmal mit Feder in der Rastklinge aus einem Stück und das Endstück verriegelt oder wir haben hier die Rastklinke und die Feder ist integriert ins Endstück. So, ich habe ja gestern über neuralgische Punkte an Messern gesprochen und heute möchte ich mal ein bisschen über den Backlook sprechen. Hier ist nun die passende Klinge. Sie hat hier eine Aussparung, ist nach hinten hin abgerundet. Wenn man die jetzt hier im Backlook einbaut, hier ist dann das Achsloch und hier rastet der Hammer ein. Wenn ich nun die Klinge schließen möchte, drücke ich hier drauf. Die Rastenklinke dreht sich über diesen Bolzen, drückt gegen die Feder, bewegt diese nach unten und das Messer rutscht über diese Rundung hier drüber weg nach unten und ich kann schließen. Und um das besser erklären zu können, bei der Feder integriert in die Raste funktioniert das genauso. Und zu diesem Zweck möchte ich jetzt mal mein Anso zerlegen. Und dann kann man das sehr genau erkennen. Wir lösen jetzt mal die Schrauben. Die Schraube vom Clip ist auch gleichzeitig Schraube von diesem Bolzen hier, das Distanzstück hier hält. Ich muss das Messer jetzt so hinlegen, damit mir die Bolzen nicht rausrutschen. Ich habe vor, über die verschiedenen Verschlussmechanismen, Frame Lock, Liner Lock, Compression Lock, immer eine kleine Serie zu machen, um diese Verschlussarten mal richtig im zerlegten Zustand zu zeigen, um das auch verständlich erklären zu können. Jetzt noch die Achsschraube und dann kann ich die Griffschale abheben und man sieht sehr genau Funktion vom Backlog. So, hier seht ihr nun das offene Messer. Ich zoome mal ein bisschen. Hier haben wir nun die Rastenklinge mit Feder und dieses ist jetzt beim Midlock aus einem Stück. Da ist diese hintere Klinke auch integriert.
Moment, ich zeige das mal an der Zeichnung. Hier haben wir die Rasterklinge mit integrierter Feder. Das ist jetzt der Backlock. Beim Midlock, das funktioniert genauso. Nur ist das Distanzstück hier mit integriert in die Feder und über die Klinkenraste. Wenn ich nun das Messer schließen möchte, drücke ich hier die Raste nach unten. Der Hammer hebt sich hier an und ich kann das Messer schließen. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass es nicht rausspringt. Ups, das ging gerade noch mal gut. Jetzt ist das Messer geschlossen. Wenn ich nun das Messer öffnen möchte, funktioniert das genauso. Man kann hier an der Klinge sehr deutlich diese Raste sehen, wo der Hammer hier eingreift. Ich öffne das jetzt mal wieder. Das geht natürlich nicht so gut. Jetzt. Und jetzt rastet die Klinge hier ein. So, ich nehme es jetzt mal raus und zeige euch mal, wie es aussieht, wenn man die Klinge ausgebaut hat. Ich nehme noch die Raste raus. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Dieser hammerartige Teil hier greift hier in die Raste. Das Messer liegt dann hier vorne an. Und wenn das sauber gearbeitet ist, dann hat man nach oben oder unten auch kein Spiel. Wenn ich nun die Klinge schließen möchte, drücke ich hier hinten drauf. Der Hammer hebt sich an und die Klinge läuft über diese Rundung hier hinten, drückt den Hammer noch mit hoch und schließt dann. Das ist die ganze Mechanik, die da drin steckt. Also ziemlich einfach gehalten. Das Augenmerk müssen wir hier auf diese Verbindung, auf diese Fläche, wo die Klinge gegen den Hammer schlägt dann. Das muss genau gearbeitet sein, dann hat man nach oben oder unten auch kein Spiel. Jo Leute, das wollte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Der Backlock oder Midlock, der Backlock funktioniert genauso. Und das Messer schließt. Öffne ich das Messer, greift dieser Hammer hier vorne, ich hoffe man kann sehen, greift dieser Hammer hier in die Klingenaussparung. Jo Leute, das ist das Funktionsprinzip vom Backlock und das wollte ich euch mal zeigen. Das ist die sicherste Verriegelung an einem Taschenmesser. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Wenn nicht, Daumen nach unten, aber bitte mit Begründung. Und ansonsten immer Kommentare drunter schreiben, das freut mich immer. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.